Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ja, Bildungs- und Forschungspolitik machen in Deutschland nicht die großen Schlagzeilen. Aus meiner Sicht völlig zu Unrecht. Dabei gäbe es ja so viel Positives zu berichten, was man ja auch an der heutigen Debatte sieht. Aber ich wage mal die Behauptung, diejenigen Probleme, die die großen Schlagzeilen verursachen, die könnten und können mit einer zukunftsorientierten Bildungs- und Forschungspolitik gelöst werden. Ich möchte hier drei Beispiele nennen. Erstes Beispiel, Stichwort Generationengerechtigkeit. Wenn in der Jungen Union der Satz fällt, Bildungspolitik ist die Sozialpolitik des 21. Jahrhunderts, dann muss man normalerweise 5 € ins Phrasenschwein zahlen. Aber Tatsache ist, dass es doch wohl stimmt, und da sind wir uns einig, dass das Geld, was in Bildung und Forschung fließt, in der Regel immer eine gute Investition, eine Zukunftsinvestition ist und damit natürlich denjenigen Generationen zugutekommt, die noch folgen. Und gerade als junge Generation fordern wir natürlich auch, dass wir nicht über Gebühr und schon gar nicht mehr als andere Generationen belastet werden. Und wenn wir da kurze Haushaltsbilanz ziehen, dann stellen wir doch durchaus fest, dass es einige Themen gibt, wie beispielsweise die sozialen Sicherungssysteme, wo es noch Nachholbedarf gibt, wenn man dieses Credo zugrunde legt. Beim Thema Verschuldung beispielsweise haben wir mit der schwarzen Null schon einen großen Meilenstein geschafft, wenngleich es auch da noch einiges zu tun gibt. Schließlich ist der 4. größte Haushaltsposten nach wie vor der Schuldendienst. Aber beim Thema Bildung und Forschung, da muss ich auch aus Sicht der jungen Generation sagen, da können wir rundum zufrieden sein. Und warum ist das so? Die Zahlen sind heute mehrfach gefallen. Wir haben von Bundesseite aus mehr als 17 Milliarden Euro 2017 vor, in Bildung und Forschung zu investieren. Wir haben noch mal was draufgelegt, mehr als 7% im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn man das im Vergleich zu den Gesamtausgaben, die steigen in diesem Haushalt, sieht mit nur 3,4%, dann sieht man schon, dass es nicht nur leere Worte sind, die wir hier präsentiert haben, sondern dass sich auch der klare Schwerpunkt für Bildung und Forschung in diesem Haushalt tatsächlich abzeichnet. Und jetzt ist es ja so, dass wir nicht nur Zahlen auf dem Papier stehen haben wollen und das auch in den letzten Jahren natürlich nicht so nur so gewesen ist, sondern dass die auch Fleisch haben müssen sozusagen. Das heißt, wir hinterlegen es mit Programmen, mit neuen Pakten, Wegweisen, die wir auf den Weg gebracht haben und auch in den vergangenen vielen Jahren ausgebaut und weiterentwickelt haben. Exemplarisch zu nennen, wir sprechen vom Hochschulpakt, vom Pakt für Forschung und Innovation, vom Qualitätspakt Lehre, von der Hightech-Strategie, der Exzellenzinitiative. All das sind Pakte, die in den vergangenen Jahren so viel bewirkt haben in diesem Land. Und wir hören nicht auf, wie man beispielsweise am Thema Bund-Länder-Programm für den wissenschaftlichen Nachwuchs sieht, der ja schließlich nächstes Jahr beginnt und in einer Gesamtfrist von 15 Jahren 1 Milliarde Euro investiert. Also nichts tun kann man hier wirklich nicht vorwerfen und vor allem auch nicht, dass wir nicht neue Akzente setzen würden. Ja, wir investieren in die Köpfe bei Bildung und Forschung hauptsächlich und viel auch für junge Menschen, ist klar. Und da gefällt mir immer so ein bisschen dieses Credo der Wirtschaftswundergeneration ein. Die haben gesagt, meinen Kindern soll es mal besser gehen, als es uns geht. Und das ist wohl wahr, ein Geschenk dieser Generation an die jüngere Generation. Die haben gesagt, wir investieren in Bildung, wir investieren in Forschung, wir investieren in eure Zukunft und dann geht es euch mal besser. Zugegebenermaßen muss ich sagen, dass die heutige Erwerbsgeneration manchmal ja nicht so viel Power in diesen Satz legt und manchmal sagt, ach, uns geht es doch eigentlich super. Es reicht doch, wenn unseren Kindern genauso geht wie uns. Aber bei diesem wird so oft vergessen, dass wir in Zukunft investieren müssen, dass wir weiter an diesem Wohlstand arbeiten müssen, weil wir sonst zurückfallen würden. Und weiter in Zukunft investieren, zeigt sich auch in diesem Haushalt. Denn zum Glück zeigt dieser Haushalt mehr Weitblick und eine größere Verantwortung, als manchmal in diesem erwähnten Satz liegt. Beispiel Nummer 2. Ich ziele ab auf den europäischen Kontext. Nie war es wichtiger als in diesen Zeiten, dass wir an allen Ebenen den europäischen Zusammenhalt fordern.
Und die Hoffnungsträger für die europäische Idee, die auch die Europäische Union tragen sollen, das ist die junge Generation. Das ist die Generation, die in Schule ist, die in Hochschule ist, die gerade eine Berufsausbildung macht. Und wo, an welcher Stelle kann man denn mehr für dieses gemeinsame Europa werben als im gegenseitigen Austausch? Als dort, wo die jungen Menschen in andere Länder gehen. Und auch in unserem Haushalt zeigt es, dass wir hier an der Stelle auch Akzente setzen. Sei es das Programm Erasmus Plus, wo es darum geht, dass man in andere Länder geht, dass man sich kennenlernt, dass man gemeinsam forscht, gemeinsam arbeitet, dass man Projekte miteinander angeht. All das schweißt zusammen. Und genau an dieser Stelle kann ich auch sagen, Internationalität von Bildung und Forschung wird daher konsequenterweise auch in diesem Haushalt abgebildet. Und so stärken wir zum Beispiel in der internationalen Forschungspolitik auch einen Zuwachs von insgesamt 6 Millionen Euro und damit auch eine Steigerung von 11%. Also überall an diesen wegweisenden Stellen legen wir was obendrauf. Und ein drittes Beispiel aus dem Bereich Wirtschaft, Arbeitsplätze. Deutschland als weltweit führender Wirtschaftsstandort wäre ja wohl kaum so weit gekommen, wenn es die Investitionen in Bildung und Forschung nicht gegeben hätte. Und Kern des Ganzen ist unser vielfältiges Bildungs- und Forschungsangebot. Und auch der Haushaltsentwurf bildet das durchaus gut ab. Da ist beispielsweise eine Säule die Investitionen in die Spitzenforschung. Ein Programm, die Exzellenzinitiative, die jahrelang dazu beigetragen hat, dass unser Wissenschafts- und Forschungsstandort international sichtbar wurde, läuft im kommenden Jahr aus. Aber wir denken auch über den Haushalt 2017 hinaus und werden ab 2018 die neue Exzellenzstrategie auf den Weg bringen. Und da steckt auch so viel Geld drin, allein 400 Millionen Euro vom Bund ab dem Jahr 2018. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Säule. Eine andere Säule, nicht nur die Spitzenforschung. Wir investieren selbstverständlich auch an kleinere und mittlere Universitäten und natürlich auch an Fachhochschulen mit der Förderung in die Initiative Innovative Hochschule. Oder auch der Haushaltstitel Forschung an Fachhochschulen wächst um 7 Millionen Euro und damit um eine Steigerung von 15%. Und die Fachhochschulen, also wenn ich an Bayern denke, kann ich sagen, die sind in den ländlichen Räumen. Das sind da, wo die jungen Leute zu Hause sind. Das sind kurze Wege, die man dort abzuleisten hat. Es sind die Wege, die auch für die Unternehmen vor Ort natürlich sehr kurz sind, Kooperationen regionaler Art von Arbeitgebern zu Fachhochschulen finden statt. Da werden Arbeitsplätze geschaffen, die Wirtschaft wird miteinander verknüpft, Innovation findet statt, Transfer und vor allem auch Anwendungsorientierung. Das heißt, dieser Haushalt ist nicht nur ein Bildungs- und Forschungshaushalt. Nein, wir machen mit dem auch Strukturpolitik, Wirtschaftspolitik, Politik für mehr Arbeitsplätze. Und noch eine Säule, die berufliche Bildung. Mit 51 Millionen mehr für das Meister-BAföG und 20 Millionen mehr für die Verbesserung der Maßnahmen in die Berufsorientierung, würde ich sagen, haben wir schon einen relativ starken Brocken auf den Tisch gelegt. Damit machen wir ernst mit der Stärkung der beruflichen Bildung, denn wir wissen alle, ohne starke Fachkräfte gibt es keine starke Wirtschaft. Und letztlich kann ich an der Stelle nur sagen, mit all diesen drei Beispielen, die ich gerade genannt habe, und all das, was vorher genannt worden ist, gibt es doch durchaus Grund zu wenig Sorge auf sehr spannende und trotzdem relativ hoffentlich harmonische weitere Haushaltsberatungen, auf die ich mich schon sehr freue, denn in dem Haushalt ist nicht mehr allzu viel zum Positiven zu machen. Er ist schon ziemlich gut, so wie er ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat die Kollegin Beate Walter-Rosenheimer, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort.